Es gibt keine veränderte Haltung der Bundesregierung. Unsere Verantwortung zum Thema ISIS, was ist los im Nordirak, ist eine dreifache. Wir wollen erstens den Menschen helfen, die von ISIS oder dem Islamischen Staat bedroht und in größte Not gestürzt sind. Und wir tun das mit einer großen humanitären Hilfsanstrengung. Zweitens wollen wir auch diejenigen unterstützen, die vor Ort gegen den sogenannten Islamischen Staat kämpfen. Deswegen liefern wir den Kämpfern der kurdischen Autonomieregierung mit Zustimmung der Zentralregierung in Bagdad militärische Ausrüstung, Waffen und Munition. Und drittens, wir wollen mit unseren politischen und diplomatischen Mitteln dazu beitragen, dass der Irak einen Weg findet zu einer Regierung, die alle Gruppen des Landes repräsentiert, dass das Land geeint wird und dass auf diese Art und Weise dem Terrorismus der Nährboden entzogen wird. Das sind die drei Schienen, auf denen unsere Politik läuft. Und weiteres gibt es nicht.